Jansen und hallo Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Heute gibt's die Patch Notes vom Juni 2017. Und zwar als allererstes die Lobby. Ist nun frei für alle. Free Lobby for All, das haben ja viele Leute immer propagiert und tatsächlich PGIs gemacht. Man braucht keine Premium-Zeit mehr, um in der Lobby durchzustarten. Also man kann einfach freiwillig alles machen, jeder kann mit jedem in der Lobby droppen etc. pp. Und man kann alles mögliche einstellen, ohne dass Premium-Zeit nötig ist. Dann, ihr seht hier vielleicht, die neuen Inner Sphere Hero Max sind am Start, wobei viele tatsächlich auf Max von bekannteren Piloten basieren, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Und hier einfach mal fetten Dank an Bombardil von No Gas and Galaxy. Der hat mir nämlich diese richtig geile Kingcraft geschenkt. Ich habe die Augen ein kleines bisschen angepasst, weil ich finde, das Modell ist ja als Kaiju gedacht, also so Godzilla-mäßig oder Kaiju von Pacific Rim etc. pp. Das braucht mehr so diese irren Augen anstatt böse Augen, weil es so ein bisschen wahnsinnig durch die Gegend rennt und alles frisst und zerschmettert, das hast du nicht gesehen. Finde ich persönlich ein bisschen cooler. Dann, es geht mal los, wir haben ein bisschen viel so, glaube ich vielleicht. Es wurde der Competitive Mode integriert, Compplay schimpft sich das Ganze. Klicken wir mal direkt rein, das Ganze ist saisonal. Arbeitet mit einer Elo-Wertung, also das Elo-System von wegen Damage, dann AMS arbeitet etc. pp. Im 8 vs. 8 Spielmodus findet das Ganze statt. Und mit dem Start des Competitive Mode beginnt auch die Qualifikationsphase für die Weltmeisterschaft von 2017, also dieses Jahr. Die Qualifikationsphase läuft bis zum 25. August und dann werden die Top 12 Teams der globalen Ranglisten rausgezogen und sind dann fürs Halbfinale qualifiziert, welches 2 Wochen danach stattfindet, also 2 Wochen nach dem 25. August. Und dafür wechseln die Teilnehmer auf einen entsprechenden Client und setzen dort den Comp-Mode fort. Und daraus werden dann die Top 3 Teams im Finale in Vancouver antreten. Mit dem 25. August endet dann auch generell die Saison. Und es kann zwar weiter im Comp-Mode gezockt werden, aber es trägt nichts mehr zur Rangliste dabei. Die nächste Saison startet dann 2018. Damit wird die Rangliste auch wieder zurückgesetzt und so generell weitere Details zum MechCon und zur Weltmeisterschaft folgen noch. Die Regeln vom Comp-Mode sind grundlegend 8 vs. 8. Die Gewichtsklassen sind entsprechend aufgeteilt in 2-2-2-2, also 2 Light, 2 Medium, 2 Heavy, 2 Assault. Keine Tonnagenbeschränkung und alle Matches finden im Conquest statt. Zudem werden Teams in der Warteschlange automatisch gegen den möglichst stärksten Gegner aus ihrer Elo-Wertung antreten, damit es auch eine Herausforderung bleibt. Und Karten im Vorfeld, wenn ein Match startet, sind 5 Karten angezeigt und man kann Karten abwählen, also Karten, die man nicht spielen möchte. Und dann wird aus den restlichen verfügbaren Karten ein Match dann zusammengestellt. Max, die hier verwendet werden, müssen für Siebels verfügbar sein. Keine Hero Max, keine Champions, keine Spezialvarianten und keine Trial Max. Und Omni-Max, die einen Omnipod verwenden, der nicht für Siebels verfügbar ist, also der zum Beispiel von einem Hero Max kommt, sind ebenfalls nicht erlaubt. Der Elo, der zur Wertung angewandt wird, der dürfte weitestgehend bekannt sein. Das ist halt so das Rating vom Spieler, wie gut er ist. Entsprechend hier wird das aufs Team übertragen. Dazu kommt dann noch das TSR, das Team Score Rating, welches die Platzierung des Teams angibt. Wenn ihr ein Team erstellt, der Name, das macht ihr übrigens hier, Create Team. Hier gibt man den Namen ein zwischen 5 und 24 Zeichen und man kann einen Tag eingeben für sein Team zwischen 2 und 4 Zeichen, also so wie bei einer Unit, wenn man sie erstellt. Bereits existierende Unit-Namen und Unit-Tags sind reserviert für Mitglieder aus der entsprechenden Unit, sodass kein anderer das wegschnappen kann. Und hier ist Select Your Region, damit gebt ihr an, auf welchen Servern ihr bevorzugt spielen wollt. Ich würde ja EU angeben. Dann gibt es einen Schimpfwortfilter, dass keine bösen Wörter im Teamnamen oder im Team-Tag vorkommen. Sollte der umgangen werden, indem irgendwelche speziellen Zeichen oder Schreibweisen angewandt werden und es wird entdeckt, wird das entsprechend moderiert und vielleicht sogar geahndet, bis hin zum Ausschluss aus dem Turnier vielleicht sogar. Und ich registriere hier jetzt mal kein Team, wobei, schauen wir mal. So, Team Tag, Orks, okay, Select your Regions, bla bla, okay. Code of Conduct, bla bla. Also hier, ne, Code of Conduct, die ganzen Regeln dürfen euch ja weiter bekannt sein, dass man sich benehmen soll und so weiter und so fort. Wir registrieren uns jetzt einfach mal. Yay, Team successfully created. So, in diesem Team ist jetzt nur ein Spieler drin, in diesem Fall ich. Wir sehen hier, welche Region, wie oft wir gewonnen haben, wie oft wir verloren haben.
Elo und TRS starten jeweils bei 1500. Der Elo-Wert kann maximal bis 2750 hochkrabbeln, glaube ich. TRS, also das Team-Rating, das kann definitiv noch weiter höher steigen. Dann können hier jetzt halt Elite Roster, da fügt man dann, ich gehe nochmal eben zurück, dass ihr seht, hier unten, Elite Roster, der kleinere Knopf von allen, da könnt ihr halt Leute einladen, die in euer Team sollen. Und denen könnt ihr dann, wenn sie drin sind, auch entsprechend eine Rolle zuweisen, die entsprechende Erlaubnis hat, womit die Leute halt spezielle Rechte haben, was auch immer. Und Launch Matches ist ganz wichtig, müsst ihr am besten bei jedem einen Haken setzen, der dann in eurem Team drin ist. Weil somit hat jeder die Möglichkeit, im Team dann ein Match zu starten und auch an einem Match teilzunehmen. Apply Changes übernimmt das Ganze oder Cancel. Hier lief, verlasst ihr das Ganze, also ist meistens relativ selbsterklärend dann natürlich. Hier seht ihr dann, wer gerade online ist von eurem Team. Und ja, Create Group ist dann natürlich noch. Jetzt auch nicht so schwierig, Complete Group Created, bla bla. Da poppt der Chat nochmal auf und hier könnt ihr jetzt dann Leute in die Gruppe hineinfügen. Man muss aber immer eine volle Achtergruppe sein. Man kann nicht mit 5 Leuten starten oder so. Es muss immer voll sein. Und man muss immer die entsprechenden Voraussetzungen treffen. Also die 2-2-2-2-Regelung. Und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt aber nicht. So, Disband Group. Verlässt man die Gruppe halt wieder. So, auf Home. Wenn man eine Gruppe hätte, könnte man auf Launch drücken. Und wäre dann in der Warteschlange. Das ist dann hier unten Teams in Quai, da steht jetzt 0. Da seht ihr dann, wie viele Teams gerade in der Warteschlange sind und gegebenenfalls an irgendeinem Match teilnehmen möchten. Im Moment sind es 0, wenn ihr jetzt auf Launch drückt, würde da die Zahl auf 1 wechseln. Der Countdown läuft runter, das ist das Zeitfenster, wann die Matches immer starten. Alle 3 Minuten scheinbar. Dann könnt ihr hier grundlegende Informationen auch über die Teams einsehen. Wir klicken mal das PGI-Team an. Da seht ihr dann, welche Spieler da alle drin sind. Also das sind alles halt PGI-Mitarbeiter. Und man sieht hier dann entsprechend die Stats. Wie viele Kills, wie viele Deaths, KDR, also Kill-Death-Ratio. Wie viel Schaden sie gemacht haben, wer welche Rolle hat. Also jetzt nicht so schwierig ganz das Ganze zu erahnen. Wir können uns ja mal eins von EMP, also Imperial, angucken. Die sind schon ein bisschen aufgestiegen. Man sieht hier auch den Edo-Wert direkt so ein bisschen. Win-Loss-Ratio 3:0. Sie haben immer gegen Aeon angetreten. Es sind immer gegen Aeon angetreten. Und hier haben wir halt die grundlegenden Stats von den Spielern. Wer wie viele Kills gemacht. Kill-Death-Ratio 5 ist schon mal gar nicht so schlecht. Und mal eben abwarten. Ich muss mal eben schnell überfliegen, meine kleine Information. Bam, bam, bam. Ja, jetzt sollten wir eigentlich alles haben. So, jetzt habe ich das erstmal durch, da bin ich gerade sehr froh drum. Es ist sehr cool, dass es am Start ist, damit sind viele Leute sehr glücklich. Und es ist jetzt tatsächlich auch mal ein besseres System, um für die Weltmeisterschaft Teilnehmer zu finden. Besser als das, was sie zuvor für ein System hatten. Dass sie jetzt in-game dieses, diese Liga quasi haben, wo sich die besten Leute herauskristallisieren, um dann anschließend im Finale in Vancouver anzutreten, finde ich sehr, sehr cool und sehr gut gelöst. Und so müssen sich die Teams nicht irgendwie großartig absprechen oder sowas, sondern können halt einfach zusehen, dass sie hier immer ihre Matches finden und klarkommen. Sehr, sehr geil gemacht. So, gehen wir wieder zurück auf Home. Es gibt nämlich diverse Waffenanpassungen. Ich drehe euch nebenbei mal meinen anderen kleinen Hero, den ich habe. Den habe ich allerdings tatsächlich selber gekauft, einfach weil ich ihn sehr kultig finde. Der Urban Mac, der K9, also der hat keinen vorangegangenen Piloten. Der Kaiju, also die Hero King Crab, ist tatsächlich angegeben, zumindest bei der Beschreibung hier bei MacWarrior Online, von einer Pilotin, die bei den Godzillas oder sowas gedient hat. Finde ich sehr lässig. Also passt das schon mal sehr gut. Auf SanaNet findet man noch keine Informationen, ich werde aber noch ein bisschen stöbern. So, der K9, den hat, glaube ich, Bishop Steiner zu verantworten. Das ist ein größerer Streamer, sage ich mal. Dürfte dem einen oder anderen schon bekannt sein. Ich glaube, es war Bishop Steiner, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Er feiert es auf jeden Fall hart, dass dieses Ding am Start ist. Mit Police an der Seite, Sirenen oben drauf. Die funktionieren tatsächlich übrigens, wenn man das Licht anschaltet. Toggle Light. Ich weiß gerade nicht, welcher Knopf das von der Standardfunktion her ist. Muss man gucken bei den Settings. Dann geht die Sirene an. Macht einmal kurz so einen Sound halt. Und die Lampen leuchten die ganze Zeit, bis man das Licht wieder ausmacht. Wenn man es wieder anmacht, kommt der Sound wieder dazu. Einmal kurz und die Lampen sind die ganze Zeit an, bis man sie wieder ausmacht. Finde ich sehr, sehr cool. So, auf jeden Fall zu den Waffenanpassungen. Recht viel, vor allem bei den Energiewaffen, also fast nur bei den Energiewaffen.
Die Innosphere Small Laser, da wurde die Hitze von 2 auf 1,7 reduziert. Bei den Small Pulse Lasern wurde der Schaden von 4 auf 3,5 reduziert und der Cooldown wurde von 2,25 auf 2 reduziert. Also weniger Damage, aber auch kürzere Nachladezeit. Bei den Clans, die Small Laser, die haben den Cooldown erhöht bekommen von 2,25 auf 2,75 Sekunden. Ja, ich ratter das alles jetzt mal eben so runter, damit ihr das so grob mal eben im Kopf erzählt bekommt. Die Strahldauer wurde von 1 auf 1,5 erhöht. Also sie machen insgesamt weniger Schaden auf Zeit, weil sie länger zum Nachladen brauchen und weil der Strahl länger braucht, um den Schaden an Mann zu bringen. Die Small Pulse Laser machen anstelle von 6 jetzt nur noch 4 Schaden. Die Hitze wurde zumindest ein bisschen reduziert von 3 auf 2,75. Der Cooldown wurde ebenfalls reduziert von 2,25 auf 2 und die Strahldauer wurde von 0,75 auf 0,6 erhöht. Also insgesamt machen sie schon etwas weniger Schaden, aber man kann schneller wieder feuern und bringt den Schaden auch schneller an den Mann, was dann schon wieder relativ okay ist, sag ich mal. Bei den Medium-Lasern erzeugt der Innosphere Medium-Laser jetzt nur noch 3,4 anstelle von 4 Hitze. Und der Medium-Puls-Laser hat nun eine Cooldown-Reduzierung. Anstelle von 3 braucht er jetzt 2,8 Sekunden. Und die Hitze wurde von 4 auf 3,8 reduziert. Also jetzt ist es tatsächlich so, dass die Medium-Puls-Laser etwas mehr Hitze generieren als die Medium-Laser, aber insgesamt trotzdem weniger Hitze als zuvor bei beiden Medium-Lasern. Also soweit schon mal ganz cool. Bei den Clans ist nun die Strahldauer vom Medium-Laser, der Cooldown, von 3 auf 3,5 Sekunden erhöht worden. Die Strahldauer wurde von 1,15 auf 1,25 erhöht. Bei den Pulslasern wurde bei den Medium-Pulslasern wurde der Schaden ein wenig reduziert auch von 8 auf 7,5. Dafür wurde aber auch die Hitze reduziert von 6 auf 5, was schon mal ganz cool ist. Die Strahldauer ist nun auch leider dann etwas länger, aber nur ein Müh länger geworden, 0,85 auf 0,9, also kaum merkbar. Es sei denn natürlich, man geht wirklich hart auf alle Stats und möchte das konkret nochmal richtig ausklamüsern. Oh, welchen gucken wir uns als nächstes an? Den hier, der ist sehr hübsch. So, dann kommen wir mal rüber zu den Large-Lasern. Also ihr merkt schon, dass da teilweise deutlichere Änderungen am Start sind. Also Dinge, die man eher mal bemerkt. Bei den Innosphere Large-Lasern wurde der Cooldown von 3,25 auf 3,1 reduziert. Dafür wurde die Strahldauer ein kleines bisschen angehoben, nämlich von 1 auf 1,1. Der Extended Range Large-Laser von der inneren Sphäre hat nun eine ebenfalls veränderte Cooldown-Zeit, aber diese wurde erhöht von 3,25 auf 3,4. Dafür ist die Strahldauer ein bisschen geringer, anstelle 1,25 Sekunden sind es jetzt 1,1. Und der Large Pulse Laser macht jetzt weniger Schaden, anstelle von 11 Schadenspunkten macht er 10. Und der Cooldown wurde dafür ein klein wenig reduziert, nämlich 3,25 Sekunden runter auf 3 Sekunden, was soweit dann ein halbwegs fairer Trade ist, sage ich mal. Dann, bei den klaren Large Lasern wurde die Nachladezeit von 3,25 Sekunden auf 3,75 angehoben, aber dafür ist die Strahldauer etwas geringer, anstelle von 1,5, 1,35 Sekunden. Die Large Pulse Laser bei den Clans machen jetzt ebenfalls weniger Schaden, anstelle von 13 Schaden sind es hier nun 12. Cooldown minimalst reduziert. Da haben sie sich so gedacht, machen wir mal ein Mühe weniger. Ich weiß noch nicht, was genau die Zahl dazu, was das so großartig bringt, aber hey, anstelle von 3,25 Sekunden sind es nun 3,2 Sekunden, bis der Ding wieder aufgeladen ist. Und die Strahldauer wurde von 1,12 auf 1,09 Sekunden reduziert. Die Beine sind so ein bisschen zusammen, ne? Leicht x-beinig quasi. Aber ansonsten sieht der Mech sehr cool aus mit seinem Triple AMS. Nur so nebenbei am Rande erwähnt. Also insgesamt, der Schaden ist theoretisch weniger, aber dafür kann man ein bisschen schneller schießen. Vielleicht gleicht es gleicht sich fast aus. Insgesamt, der Schaden, wenn man das auf Dauer sieht, auf Zeit, ist er aber, glaube ich, geringer. Bei der Clan Extended Range PPC wurde der Cooldown noch erhöht, von 4 Sekunden auf 4,5 Sekunden. Und bei den Long Range Missiles von Innosphere und Clan wurde die Hitze von 2 auf 0,24 erhöht. Das dürfte das ein oder andere LM5-Boot vielleicht ein bisschen treffen. Und für Clan und Innosphere wurde das AMS angepasst. Die optimale Reichweite wurde von 125 auf 165 Meter erhöht. Die maximale Reichweite von 240 auf 250 Meter. Finde ich sehr cool. Freue ich mich drüber. Ich freue mich aufs nächste Event, wo man dann schön nochmal mit dem kleinen geilen AMS Kid Fox oder halt hier mit der Nova an den Start gehen kann. Macht mich sehr glücklich. Oh ja. Yeah.
Dann gibt es wirklich reichlich Quirk-Anpassungen. Die solltet ihr vielleicht am besten nochmal selber in den Patch-Notes nachlesen. Wenn ich dazu komme, mache ich vielleicht morgen ab nochmal kurz ein Video darüber, wo ich das Wichtigste zusammenfasse, muss ich mal schauen. Das ist reichlich, irgendwie auch zum Stöbern, sag ich mal. Die Links zu den Patch-Notes natürlich in der Videobeschreibung. Dann hat HPG Manifold nun eine neue Lane, also einen Durchgang am Startpunkt B. In der großen Mauer fehlt jetzt ein Stück, auf jeder Seite ist es dann so der mittlere Startpunkt, wo man ansonsten ja immer zur Seite hinweglaufen musste. Da kann man nun durch die Mitte durch und schneller in die Mitte latschen. Dann wurden für die Modi Assault, Conquest und Incursion entsprechend ein paar Anpassungen gemacht, so Positionierung der Objekte, Türme etc. pp. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar wurde bei Faction Play ein kleines bisschen was angepasst. Beim Tug of War oder Tug of War, keine Ahnung. Also zuvor wurde immer angezeigt, wenn man in dieser Warteschlange ist für einen Planeten, welcher Spielmodus kommt. Das wurde nun ein bisschen abgeändert. Man sieht nicht mehr, welcher Spielmodus kommt. Und hinzu kommt, dass nicht die ganze Zeit derselbe Spielmodus hintereinander kommt. Das ist ja normalerweise der Reihe nach, was war das noch? Skirmish, Assault, Conquest und Invasion oder so. Die kamen so nacheinander, wenn das entsprechend abgearbeitet wurde. Das hat sich nun geändert dahingehend, dass die Reihenfolge zwar immer noch besteht, aber dass es eine gewisse Chance gibt, dass nun ein anderer Spielmodus kommt, ein Random-Spielmodus. Ansonsten, weil das ist gemacht, weil wenn man immer, was weiß ich, jeden Abend 19 Uhr eine Stunde zockt, kann es sein, dass man immer im selben Spielmodus festhängt. Nun besteht eine gewisse kleine Chance, dass man vielleicht auch mal in einem anderen Spielmodus landet, was soweit dann ja auch sehr cool ist. Behaupte ich mal. Also ich finde das eine gute Anpassung, sodass man auch ein klein wenig Abwechslung hat und nicht Gefahr läuft, komplett immer denselben Spielmodus zu fahren, wenn man dann gerade ein bisschen Faction Play zockt. Dann wurde der Incursion-Spielmodus auch für Faction Play integriert und angepasst. Mehr Max, mehr Matchdauer etc. pp. Macht die Basen ein bisschen... also die Basen sind dann theoretisch ein bisschen zu schnell kaputt, wenn man mit einer neuen Angriffswelle kommen kann. Deshalb hat also ziemlich alles mehr Trefferpunkte, Türme wurden angepasst und so weiter und so fort. Also wird alles ein wenig auf den Spielmodus angepasst, dass ja jeder Spieler 4 Max hat, anstatt nur einen. Dann, ihr habt es ja gesehen, die neuen Hero, Innersphere Heroes sind halt da, wenn man sie vorbestellt hat, beziehungsweise im Browser auf der MacWarrior Online-Seite könnt ihr sie noch im Shop kaufen, even kommen sie auch im Ingame-Store. Dann gibt es viele neue Decals und irgendwas an Cockpit-Items, genauso Molotov-Cocktails. Und das war's so ziemlich fast. Und zwar kann man jetzt noch im Store diese quasi legendären Max kaufen. Die Max aus dem Belohnungsprogramm. Ich muss mal eben den Browser anschmeißen, das habe ich nämlich gerade vergessen, mir aufzuschreiben, welche neu sind. Es ist eine Stalker-Variante dabei, die ich sehr gerne finde. Also das sind die 2016er Loyalty-Max, diese Belohnungs-Max, die es da mal gab. Die sind nun für Siebels verfügbar, und zwar der Cataphract 3L, Blackjack 2, Stalker 3FB, Hellbringer F, Summoner F und Summoner M. Und ich werde mir jetzt direkt mal eben den Stalker kaufen und verabschiede euch. Das ist nämlich ein Stalker mit ECM. So, es gibt zwei Varianten, die ich noch nicht habe. Der F als Champion-Variante zählt nicht dazu, sondern der 5S und der B. Der 5S ist, glaube ich, der Zebra Stalker hier oben mit Dual AMS. Vielleicht kaufen wir den Eva normal just for fun. Aber den 3FB will ich auf jeden Fall haben, weil der das ECM-Modul am Start hat. Add to Card. Ja, für Siebels kaufe ich mir den. Ich weiß, man wird später viele Siebels brauchen, wenn die neue Technologie kommt. Aber das ist mir egal. Diese 8 Millionen und nochmal ein paar Millionen zum Ausstatten investiere ich jetzt, weil ich diesen Mac unbedingt haben wollte. Und ich sage jetzt besten Dank fürs Zugucken, Leute. Traumhaften Tag noch. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was für einen Hero Mac ihr vielleicht gekauft habt und wie zufrieden ihr damit seid. Und ob ihr vielleicht zu irgendeinem Hero Mac auch die Geschichte hören wollt. Das würde ich vielleicht machen, wenn ich dazu zeitig komme. Haut rein, traumhaften Tag noch. Adieu.